Okay, danke für die einleitenden Worte. Ja, genau, kleine Veränderung in der sozusagen Programm, weil erst war gedacht, dass ich würde beide Präsentationen übernehmen, aber glücklicherweise haben wir heute meine Kollegin aus Spanien. Sie wird spannende paar Folien, was betrifft Thema Hochwasser, im zweiten Teil präsentieren. Erst werde ich jetzt zeigen, wie eigentlich dieser Klimawandel und was sehen wir. Ja, fast jeden Monat, ja, dieses Thema Hochwasser, Starkregen, wie beeinflusst sehr wichtiger Teil von unserer Gesellschaft, das ist unsere Produktion, das ist Produktionsstandorte. Und wie können wir eigentlich und was machen wir eigentlich im Autodesk, um diese Probleme zu lösen? Ja, und wie sehen wir eigentlich die Lösung für das Ganze? Okay. Ja, das ist die Bilder. Diese Bilder haben Sie wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Das ist schon, kann man sagen, lange her, 3 Jahre. Und jetzt solche Bilder kriegt man ja, fast jeden Monat. Ich komme selbst aus Bayern und da hatten wir, ich glaube, im Juli starke Hochwassersituation. Und deswegen, jedes Mal jetzt in Osteuropa, ich war letzte Woche in Dresden, das ist, ja, ist natürlich nicht so schrecklich, weil wir waren damals im Ahrtal, aber auf jeden Fall die Transportlogistik gab schon Schwierigkeiten, einfach bis zum Standort zu kommen. Sehr gut, alles gut. Ja, und deswegen zum Beispiel hier ein paar Daten, welche Schaden das errichtet, deswegen ist es nicht nur menschliche Leben, ja, das war immer Vorgang, aber auch finanziell. Ja, das ist ca. 40 Milliarden hat alleine Ahrtal gekostet. Und zweitens, das auch nicht nur höhere Wasserstände, aber auch niedrige Wasserstände haben sehr großen Einfluss auf unsere Wirtschaft. Ja, und zum Beispiel die Dürreperiode in 2018/19 auch ca. 35 Milliarden Schaden wurde errichtet für unsere Wirtschaft. Und natürlich, ja, als Gegenmaßnahme wurde unsere nationale Wasserstrategie letztes Jahr veröffentlicht. Das ist so ein Bild, ja, hier auf diesem Bild kann man sehen, ja, wichtige Akteure. Das sind natürlich nicht nur Kommunen, aber auch sind natürlich Produktionsstandorte, spielen eine sehr große Rolle und werden stark davon beeinflusst. Was man hat hier als die Bereiche oder wo wird jetzt aktiv gegengesteuert? Das ist natürlich unsere Wassersicherheit, Wasserversorgung, Gewässer, Renaturierung. Deswegen versuchen wir jetzt gegen Hochwasser von Gewässer, weil wir haben 2 Quellen. Das ist einer ist ein Starkniederschlag, andere sind vom Gewässer. Und natürlich dritte, das ist ja die Nachhaltigkeit. Das ist auch, weil wir haben sehr begrenzte Ressourcen. Das ist, kann man nicht so vorstellen. Aber auch in Deutschland haben wir Wasserrisikogebiete. Einer ist es zum Beispiel Dresden, Leipzig, ja in Sachsen. Da ist es schon auch, wird auch prognostiziert, in kommenden Jahren wird es schwierig, was betrifft Wasser. Und besonders ist es sehr wichtig mit steigenden Produktionszahlen, weil jetzt zum Beispiel wird viel Produktion von China nach Deutschland jetzt verschoben. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir sprechen über Chipindustrie, ja, in Dresden, gutes Beispiel, steigt ständig oder wird versucht, die Produktionskapazität in Manufacturing zu steigern, diese Chipindustrie. Und das natürlich verbraucht ziemlich viel Wasser. Woher soll das Wasser kommen? Gute Frage. Und hier einfach nochmal Punkte. Gibt es hier? Nee. Ja, zum Beispiel Faktoren, welche können beeinflussen die Produktion. Ja, das ist natürlich Wasserversorgung, ja, Wasserverfügbarkeit. Das ist natürlich die Hochwasser, kann die Infrastruktur zerstören vom Produktionsstandort. Logistik. Ja, das ist zum Beispiel Niedrigwasser am Rhein 2018 oder 2019. Hat sehr stark auf gesamte Logistik in Dachregion wurde beeinflusst. Deswegen das ist natürlich auch sehr stark nimmt Einfluss auf das Ganze. Und dritte natürlich die Kontamination von Gewässern. Das ist beeinflusst zum Beispiel auch Wasserverfügbarkeit. Alles das kann zu Unterbrechungen bei der Produktion führen. Und hier, ja, so ein Häuschen, keine Ahnung, nehmen wir an, das ist ein Produktionsstandort mit Wasserversorgung, Netz und Abwasserentsorgung. Was wird da produziert? In diesem Fall, ich denke, ist egal, liegt in der Nähe zu Gewässern. Und hier sind ja die Risiken, die eigentlich
beeinflussen, diese Produktion oder diesen Produktionsstandort. Die Risiken sind nicht nur physikalisch, welche habe ich früher eingegangen, aber sind auch natürlich regulatorisch, ja, diese sogenannten transitorischen Risiken, welche natürlich auch kommen von diesen physikalischen. Und wie wird das Ganze jetzt gemanagt oder was passiert zum Beispiel in Europa, wurde veröffentlicht dieses CSRD. Ja, deswegen ab nächstes Jahr müssen alle Großunternehmen Klimarisiken dokumentieren und auswerten, wie diese Klimarisiken beeinflussen deren Produktion. Gibt es auch natürlich nicht so diese Voluntary, zum Beispiel sehr große, es ist immer empfehlenswert zu lesen, des CDP-Reports. Viele große Dachkonzerne machen das. Ja, machen das richtig gut. Ich würde sagen, da kann man viele interessante Informationen, was betrifft Risiken für eine oder andere Unternehmen, Informationen darüber entnehmen. Und hier ist zum Beispiel als ein Beispiel, das ist vom Bericht von BMW, welche eigentlich Risiken da man hat. Ja, hauptsächlich alles geht hier um Nachhaltigkeit. Das ist zum Beispiel ja, die effektive Ressourcennutzung, diese Kreislaufwirtschaft, aber auch natürlich gibt es diese Klimawandel, ja, Anpassung an Klimawandel, wo man spricht zum Beispiel über Starkregen oder über Thema Hochwasser. Und wie wir, was wäre jetzt Schritt in Richtung Lösung? Wie kann man dieses System verbessern? Natürlich erst muss man verstehen, an linke Seite. Erst müssen wir natürlich verstehen, die Situation, wo wir uns befinden, welche Ressourcen haben wir, was das betrifft, zum Beispiel Grundwasser, Niederschlagswasser, wo kann man Wasser, woher bekommt man das Wasser? Die andere muss man auch verstehen, wie sind die Verbräuche und wie wichtig, wie diese Verbräuche werden auch verändern mit der Zeit. Das Gleiche betrifft zum Beispiel auch die Ressourcen. Ja, zum Beispiel, wenn steht jetzt bestimmte Menge an Wasser und alles abgedeckt, mit den Klimamodellen kann man Idee bekommen, ob das ist diese Wassermenge wird immer noch zur Verfügung stehen. Und ich denke, für die Unternehmen ist es sehr wichtig, diese Projektion zu bekommen. Ob ich kriege in 5 Jahren oder 10 Jahren diese Wassermenge, kann ich überhaupt in dieser Region wachsen? Oder wenn zum Beispiel bei einem Standort Produktion beschädigt, kann ich diese Kapazitäten in dieses Standort wechseln, verschieben? Sagen wir um 20% erhöhen. Geht das überhaupt? Weil früher das war kein Thema. Kaufe ich ein bisschen mehr Wasser. Jetzt gibt es da überhaupt Wasser. Steht das zur Verfügung? Weil immer, wie wir wissen, ja, die öffentliche Wasserversorgung hat immer Priorität. Dann nächstes natürlich, wenn man hat verstanden, okay, wo wir sind, was betrifft Kapazitäten, nächste Risiken. Ja, haben wir unsere Hochwasserkarten oder Überflutungskarten, da haben wir Starkregen-Gefahren Hinweiskarten. Ja, dann muss man einfach auch schauen, okay, welche Bereiche von meinem Produktionsstandort sind beeinflusst, welche Bereiche stehen unter dem Risiko. Das ist ganz wichtig. Und als Letzte, natürlich, wenn man das Ganze umsetzt, bekommt man diese Flexibilität. Dann hat man grobe Gefühl, welche Standorte unter welchem Risiko stehen und wenn das Fall eintritt, wohin verschiebe ich meine Produktion. Ja? Das ist das Ziel für jedes Unternehmen. Weil Stillstand kostet Millionen. Egal welche Produktion, welche Firma, welches Unternehmen. Normalerweise, ob wir sprechen jetzt über BMW, Porsche, das ist Millionen pro Woche. Stillstand wird kosten für diese Unternehmen. Okay. Und als am Ende, genau was habe ich gesagt, zum Beispiel hier sind aufgelistet, ja, alle Standorte. Das hier man, kriegt man ein Gefühl, da sind meine Produktionszahlen wachsen und erwarte ich Wachstum von diesen Produktionszahlen oder nicht. Sollen die sinken? Was steht mit, wie ist es mit Wasser? Ja, hier ist zum Beispiel in der zweiten Grafik Entwicklung von meiner Grundwasserverfügbarkeit mit der Zeit. Und dritte,
Ja, das sind diese Klimarisiken. Das ist auch zum Beispiel Hitze, Starkregen oder Hochwasser. Und wie wollen wir das Ganze oder welchen Mehrwert können wir für unsere Kunden jetzt anbieten? Wie wollen wir diese Situation sozusagen verbessern für unsere Kunden, optimieren und diese Risiken reduzieren? Das hier sehen Sie eigentlich das gesamte Portfolio von Autodesk. Wir abdecken eigentlich den gesamten Kreislauf. Ja, gesamte von dem starten wir mit Planung bis zum Betrieb. Und hier, weil erst wenn man hört Autodesk, erstmal steht man nicht, okay, Autodesk und Wasser, wie kommt das zusammen? Ja, weil Autodesk ist bekannt für AutoCAD, für BIM, aber vor ein paar Jahren haben wir akquiriert jetzt ein Unternehmen, welches besitzt im Bereich Wasser. Wassersimulation, ob das jetzt Kanalnetzberechnungen, ob das jetzt Wasserversorgung oder Thema Hochwasser. Und das ist jetzt noch macht uns stärker im Bereich Planung. Ja, können Sie hier an linker Seite sehen oder da bei Operations. Ja, das ist nochmal Verstärkung ins Portfolio. Und wenn man geht genau ins Lösungen, natürlich, wenn man betrachtet die Situation oder wie ist es eigentlich Zustand, in welchem Zustand das Ganze befindet. Wichtig ist immer natürlich die Assets. Ob das jetzt Abwassernetz oder das jetzt Entwässerung oder Wasserversorgung. Natürlich muss man immer klar sein, okay, bevor man startet, beliebige Simulation, in welchem Zustand befindet sich mein Netz. Und das ständig erfassen, aktualisieren. Ja, und deswegen hier kommen wir mit erster, das ist dieser Info Asset Manager. Wenn man das hat, das ist eigentlich bildet Basis für alle unsere Simulationen, kommen wir zur nächsten, können wir jetzt mit Simulationen starten. Wie das aussieht, ja, zum Beispiel hier ist es für Berechnung von Druck in Trinkwassernetz. Ich glaube, soll jetzt Video, genau, läuft. Hier sehen Sie ganz einfache Trinkwassernetz, mit welche wurde schon gekoppelt mit Sensorik. Und so gehen wir in Richtung eigentlich Digital Twin. Erst wird Modell aufgebaut, ja, danach durch die Kopplung mit Sensorik gelanden wir beim Digital Twin. Und hier ja, kann man jederzeit abgleichen, berechnete gegen gemessene. Gibt es Abweichung, wird sofort signalisiert, dann kann man reagieren. Und erst checken, okay, ob das ist jetzt Fehler im System, Sensor, ist es Fehler beim Sensor. Aber erst gefühlt man, genau bekommt man dieses erste Verständnis, wie mein System operiert. Und natürlich solche Modelle kann man auch ganz gut verwenden für Optimierung vom Netzen. Dadurch wieder kommen wir im Bereich Sustainability, Reduktion von CO2. Ja, können wir deutlich effektiver unsere Netze betreiben. Nächste, das ist auch wieder eine Art Digital Twin, das ist unsere Hochwasservorhersagesysteme. Genau Beispiel, wir haben richtig schöne Referenzen, würde ich auch später zeigen. Aber so sieht so eine Digital Twin im Bereich Hochwasser wieder. Koppeln wir unsere Modelle zu Sensoren, nicht zu Sensoren, zu unseren Radardaten, zum Beispiel von DVD oder beliebigen. Dann im Live hat man die wieder sozusagen erst, was haben wir jetzt die Situation und auch natürlich Vorhersage kann man daraus ableiten. Okay. Hier ist nochmal, ja, Sensorik kann man auch, wie gesagt, diese hier Risiko reduzieren. Und bestimmte Prozesse natürlich im System automatisieren und optimieren. Hier ist nochmal das gesamte Portfolio von Autodesk und ja, wieder Maus leider. Nee. Auf jeden Fall hier kommen wir erst im Bereich Planung und auch im Bereich Operations. Natürlich alleine manchmal ist es schwierig, deswegen suchen wir immer Partner. Ja, und im Bereich sind wir hier jetzt bei Intergeo und wenn man spricht natürlich über Thema Hochwasser, diese Geospatial Data spielen eine sehr große Rolle, Verarbeitung von dieser Visualisierung. Und deswegen hier, ja, Partnerschaft mit Esri,
Das wurde vor circa 5 Jahren oder ein bisschen früher, haben wir in diese Partnerschaft reingegangen, auch mit Ensis im Bereich zum Beispiel Kläranlagen, Wasseraufbereitung. Und hier, ja, früher genannten die Referenzen, meine bis jetzt größte Vorhersagesystem wurde aufgebaut in Tasmanien, Insel im Süden von Australien, hat circa Größe von Bayern, deswegen habe ich gegenübergestellt. Und da zum Beispiel das wurde System sogar getestet in 2022. In 20 wurde es aufgebaut, 22 getestet. Und Ergebnisse sehen Sie hier rot, das ist berechnet und reale Überflutung. Und hier war Vorteil schon 48 vor dem Ereignis, wusste man, da kommt schon was. 12 Stunden vor dem Ereignis wusste man, wie wird das Ganze Überflutung aussehen. Der andere Beispiel, das ist jetzt System wird erst gebaut, das ist in Türkei. Ja, weil da gibt es auch richtig große Probleme mit im Bereich Hochwasser. Deswegen, ja, da wurde entschieden, auch auf Landesebene mit gleicher Technologie dieses Hochwasservorhersagesystem aufzubauen. Und wenn man geht noch ein Stück in Richtung Wasserversorgung, hier haben wir, wie gesagt, eine der größten Wasserversorger in UK, US, auch in Spanien. Die nutzen unsere Software genau, um diese Digital Twins aufzubauen. Für beides, sowohl für Wasserversorgung als auch für Abwasserentsorgung. Wieder dadurch, erst optimiert man Wasserverbrauch, kann man die Leckage identifizieren im System und drittes, Asset Management, diese Sanierungspläne, kann man ganz schön optimal erstellen. Genau, und hier letzte, was macht eigentlich diese Produkte im Bereich Wasser so speziell? Das ist natürlich sehr schnellere Simulationszeiten, weil zum Beispiel Vorhersagesysteme, das ist Soll-Modell, riesiges Modell, soll innerhalb von halber Stunde berechnet werden. Ansonsten macht keinen Sinn. Wenn es dauert einen Tag, dann ist es zu spät. Und hier, das ist was macht Unikal Auto, das ist diese Water Solution, das ist schnellere Berechnung. Einerseits ist es für Vorhersagesystem, aber auch für Optimierung. Hier kann man tausende Szenarien schnell generieren, definieren und dann dementsprechend beste Lösung rausfinden. Und ich denke, das war letzte Folie von meiner Seite. An dieser Stelle bedanke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, nächste Präsentation wird mein Kollege über Thema Hochwasser allgemein und Starkregen präsentieren. Und ein paar auch schöne